neben mir steht Frau Jakob. Frau Jakob, Sie haben von Berufswegen mit, ich sag mal, Kindesraub oder Kindentfremdung und Parental Alienation Syndrom umfassend zu tun. Können Sie ganz kurz sagen, wo Sie da tätig sind und was Sie da machen? Also ich bin rechtspsychologische Psychologin, MA, und habe auch Schwerpunkte in klinischer Psychologie, neuropsychologischer, pädagogischer, und bin praktisch 2008 das erste Mal gebeten worden, ein Gutachten zu prüfen, was ich dann getan habe, was mich extrem entsetzt hat, als ich die Qualität, wenn man überhaupt von Qualität sprechen kann, dieses Gutachtens erkannt habe, habe ich eine Stellungnahme dazu geschrieben, wurde dann von immer mehr Eltern angefragt, weil wahrscheinlich die eine Familie das weitergetragen hatte, und habe mittlerweile seit 2008 etwa 200 Gutachten geprüft, und ich muss sagen, ich habe noch nicht ein einziges Gutachten wirklich als einwandfrei begutachten oder prüfen können. Nun wird ja der Vorwurf, fachliche Fehler begangen zu haben, also nicht nur in den Gutachten dem deutschen Justizsystem und Jugendamtssystem vorgeworfen, sondern auch den Facharbeitern, die also hier an der Kindesmisere mitagieren. Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck heute von der Pressekonferenz gewesen? Glauben Sie, dass hier die europäischen Abgeordneten etwas auf die Wege bringen können, was die Situation in Deutschland betrifft? Ich selbst vermute, das ist ein unglaublich steiler, schwerer Weg für die wenigen wirklich engagierten Abgeordneten sein wird, die wenigen deutschen Abgeordneten, die gesprochen haben, Herr Dr. Jahr, Herr Wieland und Frau Bergmann, haben sich eher in Verteidigungshaltung begeben, anstatt tatsächlich an Lösungen mitzusuchen. Vor allem sind alle vorzeitig verschwunden und haben kein wahres Interesse an dem Thema überhaupt aufgezeigt. Das ist mein Eindruck. Also mir ist auch aufgefallen, als ich die Fotos gemacht habe oder versuchte, Dr. Jahr ins Bild zu bekommen, dass also da eine deutliche Nervosität der Kamera gegenüber vorlag. Ich frage es mal ganz, oder ich gehe mal in medias res, gibt es in Deutschland sowas wie das Geschäft mit dem Kindeswohl? Ja, das Geschäft mit dem Kindeswohl, das gibt es allerdings, zumindest nach meiner Auffassung. Ich habe dazu auch selbst einen Artikel verfasst auf unserer Homepage, diesen akademischen Gesellschaft. Und zwar habe ich zahlreiche Fälle, ich nenne jetzt einfach nur mal die aus dem Kreis Gießen, zahlreiche Fälle, bei denen kleine Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren aus den Familien genommen wurden, weil eine globale Entwicklungsverzögerung festgestellt wurde vom Kinderarzt bzw. von der Kinderklinik. In einem anderen Fall, wo es einen fitten Vater gibt, der auch als erziehungsfähig begutachtet wurde, bleiben die Kinder bei der nicht erziehungsfähigen Mutter. Die Kinder sind weiter entwicklungsverzögert. In die Familie wurden nachweislich vier Erziehungshelfer eingesetzt. Das heißt, auf der einen Seite werden die Kinder zu Pflegeeltern bzw. in Kinderheime verbracht, was viel Geld einbringt. Und auf der anderen Seite dann lieber bei einer unfähigen Mutter, die eben 4 Familienhelfer beschäftigt, so möchte ich es mal sagen. Und das ist eine Menge an Steuergeldern, die hier umgesetzt wird, was natürlich einen eigenen Markt beherrscht. Wir haben einen Sozialmarkt, es ist klar. Ich weiß nicht, welcher Politiker das schon mal war, der in einer Talkshow sagte, dass die Sozialfirmen, also Caritas, Diakonisches Werk, AWO, Landeswohlfahrtsverband, das höchste Bruttoinlandsprodukt überhaupt darstellen. Natürlich auch mit Altenheimen und so weiter. Das ist ein Milliardenmarkt und den lässt sich natürlich niemand so einfach kaputt machen. So sehe ich das. Thank you.
Wir wussten ja heute Nachmittag noch nicht, dass die Petenten selbst zu Wort kommen dürften. Wie haben Sie das selbst empfunden, dass Sie jetzt also wirklich sprechen durften? Ja, erstmal für die Leute selbst als Befreiungsakt, allerdings mit wenig Hoffnung, dass es Resultate hervorbringt, weil man ja gesehen hat, es ging ja heute vorrangig um die als Verbrechen angesehenen, die ich ebenso empfinde, Vorgehen von Deutschland, von deutschen Behörden, dass die abgewunken wurden von den deutschen Abgeordneten, die kein Interesse daran haben, dass es öffentlich wird. Und es war ja auch, was ich besonders schlimm fand, es war ja schon mal auf der Tagesordnung, dass diese Petenten gehört werden sollten, dass die Deutschen, insbesondere Herr Dr. Jahr, als Kommissionsleiter, so habe ich es mir sagen lassen, oder Koordinationsleiter, hat dafür gesorgt, dass die anderen Abgeordneten sich dagegen entschieden haben und nur durch massiven Druck der Petenten und einiger Abgeordneter, allerdings nicht deutscher Abgeordneter, ist das Thema überhaupt nochmal zur Sprache gekommen. Nun ist ja ausgerechnet oder gerade aus dem Süden Europas, aus Italien, also der Vorwurf mehrfach gemacht worden. Hier ist von kriminellen Methoden des Jugendamtes gesprochen geworden. Nachvollziehbar, wenn man sich den italienischen Familienzusammenhalt anschaut. Ich glaube, wenn Italiener oder auch Franzosen, die also sehr viel Wärme in die Beziehung zu ihren Kindern schicken, hier nach Deutschland kommen und so gespalten werden, dass das ein Aufschrei ist, wie vermutlich auch bei den Deutschen, aber da nochmal eine ganz andere Gewichtung hat. Und dieses Deutsch, also dass das Jugendamt kriminell ist, wie sehen Sie diese Methoden des Jugendamtes an? Naja, ich sehe das ähnlich. Ich habe da auch belastbares Material zu, muss ich so sagen. Zum Beispiel wurden Unterschriften, nachweislich Unterschriften, von Eltern gefälscht. Die Unterlagen legen wir vor. Es gibt alte staatliche Versicherungen von Beiständen, die zum Beispiel bei Hilfeplangesprächen anwesend waren, wo im Nachhinein eine Unterschrift einer Mutter eingefügt wurde. Und der Beistand und die Mutter haben ganz klar gesagt, die Unterschrift habe ich nie geleistet für diesen Hilfeplan. Und wenn man sich das allein als unkundige Person schon ansieht, dass bei dem Nachnamen, dass das sogar falsch geschrieben war, dass anstatt CK am Ende, ich will den Namen jetzt nicht sagen, nur K geschrieben war, was wohl kaum die Person selbst tun würde, die immer ihren Namen sonst richtig schreibt, muss man davon ausgehen, dass es sich tatsächlich so verhält, dass hier gelogen, betrogen und einfach nur Geld umgesetzt wird. Sind wir dann hier im Europäischen Parlament richtig? Nun, meine Auffassung ist, und das war auch immer meine große Hoffnung, man muss alle Instanzen durcharbeiten, weil irgendwo gibt es doch sowohl mal einen Richter, auch mal sogar einen Jugendamtsmitarbeiter, habe ich alle schon kennengelernt, als auch Abgeordnete, die einfach grundanständig sind, ja? Die noch ein Gewissen haben, was wir natürlich bei den meisten nicht mehr erkennen, was ich heute bei den Deutschen auch nicht wirklich erkennen konnte. Die waren nur in Verteidigungshaltung. Es ging überhaupt nicht um die furchtbaren Fälle, die dort geschildert wurden, sondern es ging nur um ihren eigenen Ruf, ihre eigene Wertigkeit. Und es hat mich zutiefst erschreckt. Ja, nicht nur um ihre eigene Wertigkeit, sondern es wurde von Herrn Wieland wirklich reduziert auf die monetären Zuwendungen, die Eltern den Kindern zu bringen haben. Und das ist, wenn man ein Menschenleben betrachtet und die Beziehung betrachtet, der geringste Teil.